Den Alltag ohne Hilfe zu bewältigen, kann vor allem im Alter schwierig werden. Um diesen so angenehm wie möglich zu gestalten, gibt es seniorengerechte Einrichtungen, die auf die verschiedenen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Seit 1990 kümmert sich das Unternehmen Katharinenhof liebevoll und kompetent um seine Bewohner. In dem am Wochenende feierlich eröffneten Haus am Albertpark finden ab sofort 87 Senioren und Pflegebedürftige Platz. Die Wohnanlage ist technisch auf dem neuesten Stand und bietet viele Annehmlichkeiten. Wir beschäftigen zwei Ergotherapeuten und mehrere Alltagsbegleiter und die machen eine sehr intensive Betreuung. Das heißt, von Spaziergängen zu begleiteten Einkäufen, zu anderen ergotherapeutischen Angeboten zur Förderung der Grob- und Feinmotorik und verschiedenen anderen Einzeltherapien wird alles angeboten. Laut Einrichtungsleiterin Cornelia Beutner bietet das Haus am Albertpark zusätzlichen Komfort in den Bereichen Sauberkeit und Verpflegung. Dank einer zusätzlich angebauten Cafeteria sind die Bewohner zum Beispiel zeitlich flexibel und nicht an die regulären Essenszeiten gebunden. Die Sanierung des 1906 errichteten Gebäudes gestaltete sich jedoch schwieriger als ursprünglich erwartet. Wir hatten 5 Tage, nachdem der Estrich gegossen wurde, im Erdgeschoss hatten wir Mitte September noch einen Wasserschaden vorm Haus, sodass ganz viele Liter Wasser an unsere Baustelle liefen. Dann das gesamte Verwaltungsgang, also das ganze Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen wurde und auch in den Anbauten sich das Wasser noch in Richtung Keller verteilte. Und dadurch hatten wir sehr lange Trocknungszeiten. Wir hatten da professionelle Firmen beschäftigt gehabt, die die Trocknungsgeräte aufgestellt haben und dann die Trocknung professionell halt abgeschlossen haben. Früher diente das Haus Mitarbeitern der Deutschen Reichsbahn als Unterkunft. Nun wurde das denkmalgeschützte Gebäude um moderne Anbauten erweitert und von Grund auf saniert, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden. Inzwischen konnten sämtliche Arbeiten abgeschlossen und das Gelände seniorengerecht hergerichtet und begrünt werden. Wir haben einen sehr schön begrünten Außenbereich. Für demenziell erkrankte Bewohner haben wir einen Demenzgarten, der separat an den Demenzbereich angeschlossen ist. Und dieser bietet dann die Sicherheit einer extra Abgrenzung, sodass die Bewohner auch nicht ausreisen können. Die Bewohner können jederzeit nach außen gehen, also können auch ihren Bewegungsdrang da gut befriedigen. Und für die anderen Bewohner haben wir 2 Terrassen, die sehr schön ausgestattet sind, sehr großflächig, sodass man auch mit Angehörigen oder selbst auch gemütlich immer draußen im Grün sitzen kann. Die Lage ist sehr ruhig in Hilbersdorf und durch das Solarfeld, was sich angrenzend bei uns befindet, ist es natürlich sehr still und gemütlich. Mit dem Haus am Albertpark hat das Unternehmen Katharinenhof nun sein 7. Objekt in Sachsen eröffnet.